Ja, ich möchte heute Abend etwas Ungewöhnliches machen. Ich möchte einen journalistischen Text vortragen, den ich für eine Tageszeitung geschrieben habe. Deswegen ist er auch später noch in einem Sachbuch erschienen. Das heißt Fantastische Queerwesen und wie sie sich finden. Aber ursprünglich ist er für die Tageszeitung Taz entstanden. Die hat nämlich mal eine Serie und haben mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Diese Serie hieß Pro und Contra Organe. Ich habe gesagt, klar, klingt gut, mache ich mit. Was braucht ihr denn noch? Und dann hieß es, ja, wir bräuchten noch jemanden, der was gegen den Penis schreibt. Und ich sage mal so, Challenge accepted. Den Pro-Part hat damals übrigens eine Hamburger Autorin geschrieben, die wunderbare Ella Carina Werner, die ihr vielleicht vom Diary Slam kennt. Und ich musste halt den Kontrapart lesen. Deswegen jetzt Journalismus. Wieder den Penis. In der Grundschule sollten wir im Sexualkundeunterricht mal versaute Wörter an die Tafel schreiben, die wir für Geschlechtsorgane kennen würden. Meine Klassenkameraden legten los mit Schwanz, Dödel und Lustbolzen. Ich stand auf und schrieb Pipi-Mann an die Tafel. Ich war eher ein Spätzünder und das Pipi doch des Penis Funktion, aber insgeheim dachte ich schon damals in meinem blutjungen Herzen, was für eine Scheißkonstruktion der Penis doch ist. Wer legt bitte schön den Abwasserkanal mitten durch die Amüsiermeile? Meilen, Anführungsstrichen. Ein Jahr meines pubertierenden Heranwachsens vergeudete ich mit der Befürchtung, meiner Partnerin beim Verkehr aus Versehen in die Vagina zu pinkeln. 10 weitere Jahre vergeudete ich mit der Vorstellung, dass mich Vaginen überhaupt interessierten. Dann wurde mir klar, dass Penisse mehr so mein Ding sind. Ich schämte mich. Nicht, weil ich es so verwerflich fand, mich für Penis zu interessieren, aber mussten die Dinger dabei so hässlich sein. Seitdem habe ich viele Penisse gesehen, angefasst, auch andere Dinge damit gemacht und noch viel mehr bloß angeguckt und kann daher sagen, ein vierblättriges Kleeblatt ist einfacher zu finden als ein schöner Penis. Der Penis ist ein völlig vergurktes Organ. Allein diese Sache mit Blutpenis und Fleischpenis, wie absurd. Kurz zur Erinnerung. Blutpenisse schwellen beim Irrigieren auf die Fünffache ihrer eigentlichen Größe an. Fleischpenisse klappen einfach nur hoch. Wer kommt auf so Ideen? Das sind zwei völlig verschiedene physikalische Prinzipien. Das eine ist Hydraulik, das andere ist Mechanik. Man stelle sich vor, andere Organe werden nach dem Vorbild eines Blutpenis konstruiert. Beim Denken schwillt der Kopf auf die fünffache Größe an. Beim Joggen werden die Füße größer. Oder die weibliche Brust wäre so gebaut. Beate, hast du irgendwas verloren? Wieso läufst du gebückt? Ach, keine Sorge, ich bin nur erregt. Wenn es noch eines Beweises gegen den Kreationismus bedarf, dann ist es doch wohl der Penis. Kein vernunftbegabter Gott kann sich so einen Scheiß ausdenken. Augen. Ja, Augen lassen einen an eine höhere Schaffenskraft denken. Augen. Aber Augen haben auch nicht so eine absurde Variationsbreite wie Penisse. Ich hatte mal einen Penis in der Hand, der hatte einen 90-Grad-Winkel. Kein Scheiß. Sorry, Niklas. Überhaupt. Und was ist das für ein Organ, das einfach am Körper außen angepappt wurde wie ein Rest Kinderknete. Anstatt dort zu sein, wo Organe nun mal hingehören, nach drinnen. Aber da war halt kein Platz mehr. Der Penis musste draußen bleiben, draußen zwischen den Beinen. Das ist doch der Katzentisch der Physiognomie. Und wieso wollte der Körper den Penis nicht in der Bude haben? Weil Penisse stinken. Kein Organ müffelt so schnell wie ein Penis, wenn man es einen Tag mal nicht wäscht. Stinkt ein Ohr nach einem Tag, eine Nase, das Knie? Nein! Aber Penisse stinken nach nur wenigen Stunden. Sie machen irgendwie immer Flecken, irgendwas suppt fast immer raus. Ständig sitzen sie nicht richtig. Kein menschliches Organ muss so oft geordnet werden wie ein Penis. Große Güte, man stelle sich vor, andere Organe wären so unpraktisch angeschraubt. Entschuldigung, Ihnen ist gerade Ihr Auge verrutscht. Sorry, du, ich muss meine Nase gerade wieder richtig hinlegen. Autsch, ich habe mir meine Milz im Reißverschluss eingeklemmt. Und jeder Penisträger in diesem Saal, jeder Mensch mit einem Penis, der sich nicht mindestens einmal im Leben irgendwas eingeklemmt hat, möge bitte jetzt einmal die Hand heben. Okay, ah, okay. Keiner. Ich würde mich auch nicht melden.
Denn das würde nur sagen, du hast es noch vor dir. Penisse sind schwer handhabbar. Sie tun nie das, was sie sollen. Sie haben ein Eigenleben, aber das ist nicht komisch. Das ist nicht komisch. Teenager können davon ein gestandenes Lied singen und müssen deshalb immer viel zu weite hässliche Boxershorts tragen. Lasst euch gesagt sein, das wird nie besser. Nur die unerwünschten Bewegungsrichtungen ändern sich. Das Eigenleben der Penis ist ähnlich nervtötend wie die Verdauung. Penisse sind die Verdauungsorgane der Lust und eine Gefahr für die Zivilisation. Sie bringen Unheil über die Welt. Frauen werden wegen Penissen gepeinigt und drangsaliert. Kriege werden wegen Penissen geführt. Idiotisch große Geländewagen auf Radwegen geparkt. Kein Mensch braucht Penisse. Penisse würden auf Amazon nicht mehr als 2 Sterne kriegen. Menschen, die sich für Penis interessieren, interessierten sich auch für Schlagstöcke, Seegurken und Käsekreiner. Versteht mich nicht falsch. Ich will keine Vagina stattdessen und das ein oder andere 4-blättrige Kleeblatt habe ich in meinem Leben auch schon gefunden. Aber im tiefsten Inneren meines Herzens bin ich noch immer überzeugt, eine Welt ohne Penisse wäre eine bessere Welt. Die Menschheit lebt in Frieden, vermehrte sich durch Zellteilung und Orgasmen bekäme man vom gegenseitigen Kniestreicheln. Ganz ohne Flecken und Krieg. Vielen Dank.